Hallo meine Lieben, ja endlich ist es soweit. Heute lassen wir die Blut zu. Wir haben Ewigkeiten drauf gewartet und jetzt endlich. Heute ist nämlich der 8.1.2020. Jo, die Blut, die wurde ja schon einmal zugelassen und das war ja letztes Jahr das erste Mal. Heute ist es das zweite Mal, ja. Und ja, vielleicht schaffen wir ja dieses Mal den Rekord an Jungkaninchen. Das meiste war ja 7, 8 Stück so ungefähr, ja. Und die deutsche Riesenschecke, was ja die Blue ist, kann ja im Durchschnitt so 12 Junge auf die Welt bringen. Aber das war jetzt nicht so gut, wenn so viele kommen. Am besten wäre es ja 6 bis 8. Dann kann sie nämlich die Babys alle ordentlich gesund ernähren. Ja, Blue? So, viele wollen ja wissen, wie alt ist denn die Blue? Die Blue ist 1 Jahr und 9 Monate alt. Also kommt jetzt bald auf die 2 Jahre. Ja. Ja, Blue, echt lieb. Vielleicht seht ihr das da hinten. Das ist ja meine Nachtkamera, also die Wildkamera Taguart, so wie die heißt. Ja, die wird dann die Geburt mitfilmen. Also das habe ich ja noch nie gehabt und deswegen habe ich die aufgebaut. Jetzt schon mal, also ich habe ja getestet immer mal und ja, die werde ich auch heute wieder abbauen. Und die werde ich einen Tag vor der Geburt dann wieder aufbauen. Genau. Und jetzt gehen wir mal zum Rammler und zwar zum Fred. Und da ist der dicke Fred. Ja, der Fred, der ist natürlich älter als die Blue. Der Fred ist nämlich jetzt schon 2 Jahre und 9 Monate alt, also genau 1 Jahr älter wie die Blue. Ja, ja, und der Fred, der hat Ahnung vom Zulassen. Weil der macht es ja nicht zum ersten Mal und vielleicht, wie man das gerade sehen kann, weiß er schon Bescheid, was jetzt gleich passiert. Der ist nämlich schon ganz verrückt und springt hin und her. Ja, ja, Fred. So, jetzt zeige ich mal, was der Fred noch hat, aber da muss ich schnell mal meine Kamera umändern. Gucken wir uns mal den Fred an. Vielleicht kann man das gerade hier erkennen. Hier hinten, ja, fehlt ein bisschen Fell. Ich war nämlich beim Tierarzt und habe den Fred untersuchen lassen und deswegen hat der Tierarzt den Rasierer angemacht und hier hinten am Nacken ein bisschen wegrasiert. Aber das ist halb so schlimm. Wir haben nämlich untersucht, ob der Fred Milben hat, weil der hat sich nämlich immer überall gekratzt und alles. Aber Fred ist kerngesund. Ja, das Fell, das wächst jetzt ganz, ganz langsam nach. Da hinten sieht man es. Ja, das dauert eine Weile. Und deswegen sage ich jetzt schon mal Bescheid, ne, dass einer wieder schreibt, was ist mit dem Fred dort los. So, ich habe nämlich die Kaninchen jetzt erstmal noch gefüttert, damit sie stark sind. Und ja, die Futterschale, die werde ich nämlich rausnehmen, weil ihr kennt das ja. Wenn man Kaninchen zulässt, rennen die immer voll durch die Kante und deswegen alles rausnehmen, was ja, das Kaninchen behindert. Hier oben die Futterraufe, die werde ich hängen lassen. Die haben ja hier genügend Platz. So, gehen wir mal wieder runter zu Blue. Ja, die Blue, die frisst jetzt erstmal. Sehr schön. So, da kann es jetzt gleich losgehen. Ich werde jetzt nämlich die Tragekiste rausholen aus dem Keller. Und da werde ich die Blue reinsetzen, weil ich krieg die hier nicht so hoch. Die zappelt dann wieder so verrückt. Und da kann es nämlich jetzt sofort losgehen. Ich werde jetzt nämlich den Mund halten und wir sehen dann gleich zu, wie das dann gleich abgeht. Genau. Auf jeden Fall mache ich das wie jedes Jahr, dass der Fred 3-mal umfallen muss, damit man sicher sein kann, dass die Blue trächtig geworden ist. Ja. So,
Also kann es jetzt losgehen. Ich bin jetzt ruhig und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. So, da habt ihr das mal gesehen. Fred hat das jetzt zum ersten Mal jetzt geschafft. Die Blue, die knurrt jetzt übelst. Deswegen werde ich die jetzt erstmal raussetzen und ja, eine halbe Stunde, eine Stunde später werde ich sie nochmal reinsetzen. Und da schauen wir mal, ob es nochmal klappt. Ja, die knurrt jetzt, oder? Schafft das jetzt nochmal? Jo! Krass! Fred, super! Das zweite Mal hat geklappt. Also der Rammler muss immer umfallen. Und wie man das gerade gehört hat, klopft er auf den Boden. Also hat er es geschafft. Fein. Jetzt lassen wir noch mal ein bisschen rumklopfen hier.
dann werde ich die Blue runtersetzen. Ja, Mensch, da bebt ja der ganze Kaninchenstall hier. Fred, Mensch. Und meistens bleiben dann die Häsinnen auch immer liegen, wenn es geklappt hat. So, kleine Planänderung. Ich setze die Blue doch nicht mehr zum Fred rein. Ich gehe davon aus, dass es bei den zwei Versuchen geklappt hat. Man hat es ja gesehen, der Fred ist ja umgefallen, hat auf den Boden geklopft und das ist das beste Zeichen. Ja, genau, da ist die Blue jetzt nochmal davon gekommen. Ja, süße. Da können die Vorbereitungen ja bald starten. Ich muss nämlich noch hier das Brett verstärken auf doppelte Höhe, damit das Stroh jetzt nicht rausfällt, sonst ist das ja ganz schön verschwenderisch. Auch wegen den Babys ist das ein kleiner Schutz. Ja, bei der Kamera muss ich auch noch ein bisschen rumtesten, damit das alles gut sichtbar ist, wenn wir die Geburt ja mitsehen wollen. In 2 Wochen werde ich die Blue nämlich nochmal beim Fred reinsetzen. Und da schauen wir mal, ob die Blue wirklich trächtig geworden ist oder nicht. Ja, wenn die wirklich nur schwanger ist, beißt die den Fred, schubst den weg und knurrt. Wenn die das macht, wäre es super. Wenn sie es nicht macht und der Fred trotzdem drauf kommt und wieder umfällt, dann hat es beim ersten Mal nicht geklappt. In der Playlist kann man dann auch draufklicken, wenn dann die Babys da sind. Da kann man jedes Video von der Blue und den Jungen anschauen. Macht sich viel besser, als wenn man die ganzen Videos sucht. Da braucht man nämlich nur in die Playlist gehen und dann sieht man alle Videos davon. Ja, Blue, ja, hau richtig rein jetzt. Musst zu Kräften kommen. Das war ja ganz schön jetzt eine wilde Tour hier. Das ging bestimmt jetzt 2, 2,5 Stunden. Musste ich warten, bis der Fred endlich mal 2-mal umfällt. Mann, Mann, Mann. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst gern ein Like da. Nicht vergessen, die Glocke einzuschalten, damit ihr die neuesten Videos nicht verpasst. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei, wenn in 31 Tagen die Babys da sind. Bis dahin.